Jo, was geht? Herzlich willkommen bei CakeTV. Uncut. Wir gucken jetzt von Active User. Ich habe mir Instagram-Erfolgsseiten Ja, ganz angeschaut. schnell. Ruhig bleiben, Keyboard Warriors. Auf dem Zweitkanal haben wir einen Track released, der teilweise auch im Stream entstanden ist. Alles klar, Bro. Maybe you want to check it out? Maybe you want to stream it on Spotify? Maybe meine nicht vorhandenen Merch kaufen? Maybe wollt ihr vielleicht meine Wunschliste? Du musst widerstehen! Wisst ihr, Leute? Ja, voll! Das macht glücklich! Und ihr wisst, ich umgebe mich nur mit Leuten, die so sind wie ich und mehr vom Leben wollen. Raus aus dem Hamsterrad, am I right? Simply. Die Big Brand sind und sich nicht mit so dummen Jokes abgeben, so. Deswegen, wenn ich mal wie ihr Loser auf Social Media unterwegs bin, dann nur auf Seiten, die mein Mindset pushen. Und können wir jetzt bitte nicht meine angepasste Startseite auf Instagram zeigen? Danke. So much regret. Denn auf Instagram gibt es viele Seiten, die dir sagen: Hättest du 1920, als Apple noch gar nicht existierte, nur eine Apple-Aktie gehabt, dann wärst du heute Multibillionär. Und probably dead. Weil Aktie würde man vermutlich erst so mit 18 Jahren kaufen und so ein geiles Leben ist es wohl nicht, wenn du heute 120 wärst. Aber hättest du, OMG, die Motivation erfolgreich zu sein, die steigt ins Unermessliche. Sowas findet man bei Seiten wie Erfolgs.Gedanke. Zum Beispiel hier. Ein Bitcoin kostet mehr als 60.000 Dollar. Wow, Erfolg! Und was mit mir ist die Info? Es ist genauso, als ob man mir sagen würde: Das stimmt hier eigentlich. Ist ein Objekt und es ist Geld wert. Was? Erfolg, Junge! Geld! Motivation! Könntest du hier die nächsten 2 Jahre leben? Kein WLAN, kein Handy, kein Kontakt mit anderen Menschen, nur mit deinem besten Freund zusammen und erhalte nach den 2 Jahren 10 Millionen Euro. Also, ey, joking oder check ich's nicht? Hätte ja vielleicht Sinn gemacht, wenn es also eine Müllwohnung gewesen wäre. Vor allem, du musst mal überlegen, du wohnst 2 Jahre. Euro. Lass ich mir nochmal angucken. Du wohnst 2 Jahre in diesem. Ja, weil ist eigentlich. Ist das überhaupt ein Haus oder ist das ein Restaurant? Weil ich sehe hier halt 10.000 Sitzplätze. Aber Digga, du wohnst da 2 Jahre drin mit deinem besten Freund, was ja auch einfach geil ist. Klar ist 2 Jahre eine lange Zeit, aber Bro, dafür kriegst du 10 Millionen Euro so. Hä, natürlich. Also, wenn man davon ausgeht, dass es auch 2 Jahre hält und nicht abstürzt oder so, ne, das ist natürlich relativ wichtig, aber ich verstehe es halt auch nicht so, Bro, natürlich, also, da würde ich gar nicht drüber überlegen. Was ist jetzt, also, wo ist jetzt die Frage dahinter, so, ich verstehe es nicht, ey. Also, ey, joking oder check ich's nicht? Hätte ja vielleicht Sinn gemacht, wenn das also eine Müllwohnung gewesen wäre, halt so von wegen, bist du bereit, 2 Jahre Dreck zu fressen, um am Ende fetten Cash-Out zu bekommen? Aber so? Würdest du hier leben wollen? Boah, ich weiß nicht, ob er meinst, dass du dafür bereit ist. Und du bekommst Besuch von den hübschesten Girls, die du je gesehen hast. Und das musst du nur 2 Jahre aushalten. Oh, das war. Oh, Frank, Mann, ich weiß nicht. Und am Ende schenken wir dir sogar Geld. Ich war Frank, Mann, ich weiß nicht, ob ich da leben könnte. Aber wir sind hier für den Erfolg, also Erfolg. Ich kann mir vielleicht gerade so noch vorstellen, dort 2 Jahre lang zu leben. Ich meine, ich wohne hier schon so auf ungefähr 23 Quadratmeter so. Und ich meine, nicht mal die Sonne strahlt hier rein wegen der Lage. Und ich bekomme nicht mal am Ende 10 Millionen Euro. Warum wurde ich hier überhaupt? Vor allem... Ja, 23 Quadratmeter ist schon echt gering, ey. Wenn ich überlege, also meine erste Wohnung hatte 50. Wenn ich überlege, davon ungefähr die Hälfte, ist schon hart auf jeden Fall. Er hat ja, glaube ich, gesagt, dass er studiert oder so, ne? Also ist natürlich klar, dass man da jetzt keine Sprünge machen kann. Tja, aus dem Weg Geringverdiener, würde ich sagen. Kein WLAN. Einfach LAN-Kabel benutzen. Aber I guess, die Leute verstehen es wohl eher, wenn man WLAN schreibt, anstatt kein Internet. Und die Leute in den Kommentaren be like... Ich würde da mein ganzes Leben lang leben, wenn ich Alkohol, anderen Stoff und meine Bläse hätte. Retards, Alter. Verstehen einfach den Erfolg dahinter nicht, was es heißt, in einer Villa leben zu müssen. Retards, Alter. Sad but true. So traurig, dass die Gesellschaft immer auf Freitag wartet und froh ist, wenn 5 von 7 Tagen zu Ende sind. Denn jetzt kann ich 2 Tage saufen, weil jeder sich am Wochenende mit irgendwas zudröhnt, damit ich nicht an die anstehenden 5 Tage denken muss. Zitate, die findet man auch richtig oft. Aber es ist eigentlich voll traurig, ne, wenn man wirklich mal so drüber nachdenkt. Ich meine, ich habe ja auch mal gearbeitet tatsächlich, ne, als ich noch einer von euch war.
Und es ist ja wirklich so, ne? Man freut sich ja am Montag einfach schon wieder aufs Wochenende. So, und du willst ja wirklich, dass diese Tage vorbeigehen. Also voll dumm, weil du hoffst eigentlich, dass dein Leben schneller vorbei ist, damit du am Wochenende dann nichts machst und zu Hause rumsitzt. Ja, oder halt feiern gehst oder so, weil ich habe meistens zu Hause gesessen und Computer gespielt. Und dann am Montag wieder arbeiten zu gehen. Digga, das ist halt, ist eigentlich echt schon dumm, oder? Krank eigentlich, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, ey. Mann, würde ich mich ärgern, wenn ich einer von euch wäre, ey. Naja. Naja, also so schlimm war es jetzt natürlich nicht, aber es ist ja trotzdem einfach geil, wenn du halt nichts zu tun hast, ne? So, und halt frei hast einfach. Nimm das Bild einer erfolgreichen bzw. berühmten Person und schreib irgendeinen Text runter und boom, bam, das Zitat hat die Person... auf niemanden ist Verlass, außer auf dich selber. Und definitiv gesagt, solange es motivational klingt. So much regret. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, als ich auf Meme-Compilations reagiert habe. Und ActiveUser abonniert habe. Oh mein Gott, bin das ungesagt? So much regret. Natürlich sind die Zitate nicht kompletter Trash oder so. Vom Grundgedanken her sollte man sich schon so auf jeden Tag freuen, so, weil Leben ist eigentlich schon sehr nice. Aber wenn man zum Beispiel einen Job hat, den man so sehr hasst, then maybe you need to change something. German accent. King. 6 Gewohnheiten von glücklichen Menschen. Don't show off. Talk a lot. Was heißt, wie wird denn Don't Show Off übersetzt? Ich bin dumm. Don't Show Off Deutsch. Also haben, das erste ist aber auch Meaning direkt, nicht angeben. Ah ja, okay. Ich dachte irgendwie, das Bild hätte ich jetzt interpretiert, Sport machen oder so. Talk? Na, weniger reden, warum das denn? Learn daily. Das könnt ihr natürlich nicht. Na gut, jeder lernt ja täglich. Ne? Wissen, aber das mache ich natürlich täglich. Und nein, wir machen jetzt hier nicht einen I'm sorry, Miss Jackson. Joke. Ja, ich habe für den Joke schon die Seife hergeholt. So much regret. Help less fortunate. Yo! Wait. Und was geht? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf einen armen Mann, der täglich über unlustige Memes lacht. Laugh more. Du hast mir gar nichts vorzuschreiben. Ich lache so viel wie ich will. Ja, natürlich lachen erfolgreiche Menschen mehr, ne? Die haben ja auch weniger Probleme und sind wahrscheinlich länger glücklich, nehme ich mal an. Ignoren. Kannst ja mal gar kein Englisch. Nö, kann ich auch nicht, Bruder. Nonsense. Ja, Mann. Freaking haters. Wobei wir wieder Plus machen. Und natürlich kommentieren hier alle anderen Erfolgs-Instagram-Seiten. Richtiger Circle Jerk. Alles klar, Bro. Da weiß ich Bescheid, Alter. Millionäre in Filmen, Milliardäre auf den Straßen. Ja, Mann, ich will auch lieber mit alten Männern zusammen chillen. Viel besser als... 12 Wege, um als Schüler Geld zu verdienen. Sehr spannend. Das ist spannend, Digga. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, Alter. Hey, ich kaufe 25 Euro bei 13 nächsten Monat. Wollte ich nur sagen, mach weiter so. Dankeschön, du brauchst mir aber auch gar kein Geld geben. Also gerade, wenn ihr wenig Geld habt, dann gebt mir gar nichts. Ich freue mich natürlich drüber, aber ja, dann guckt lieber einfach zu ohne Adblocker, dann unterstützt ihr mich genauso. Aber dankeschön, Bruder. Und für euch 14-Year-Olds, die jeden Furz von Montana Black als Nachricht Gottes deuten. Okay, wie kann man als Schüler Geld machen? Komm, wir sammeln mal. Und dann gucken wir, ob wir jetzt alles finden, okay? Es sind jetzt 12 Wege, um als Schüler Geld zu finden, okay? Wir schreiben jetzt was rein und dann gucken wir, ob wir alles finden. Clown, okay, wunderbar. Ich würde sagen Reflinks. Also du kannst ja theoretisch eine Instagram-Seite machen und so und dann Reflinks von Amazon und sowas reinpacken. Du könntest auf Kinder aufpassen, du könntest Hunde ausführen, du könntest den Haushalt von anderen machen, einkaufen gehen, irgendwo sauber machen, Zeitung austragen. Ja, viele sagen Drogen verkaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt da steht. Würde ich eher nicht auflösen. YouTube, OnlyFans natürlich. Taschengeldtreffen auf jeden Fall. Ja, so Rasenmähen. Nachhilfe geben. Ja, aber da musst du halt auch schon was auf dem Kopf haben. Ne? Alten Leuten am PC helfen. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit Geld verdient. So, aber ja, theoretisch schon. Erntehelfer, theoretisch ja. So, Aushilfsjobs irgendwo? Okay, hoffentlich sagt er das jetzt auch. Malte, du bist so real mit deinen Hashtag. Yeah! Erstelle YouTube-Video. Wie leicht soll es denn bitte sein, mit YouTube Geld zu verdienen? Vor allem, es kann ja nicht mal jeder am Partnerprogramm teilnehmen, sondern du brauchst erstmal 1000 Abonnenten. Ganz riskanter Tipp. Hallo Freunde und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich mache das Let's Play nicht aus Spaß, sondern weil ich erfolgshungrig bin und ich will Geld verdienen.
Also wäre cool, wenn ihr liked und abonniert, um mich zu unterstützen, weil die Welt dreht sich um mich und ihr müsst mich supporten, weil mein Traum und so. Facebook-Gruppenartige-Videos, immer noch sensibles Thema, aber vielleicht kommt ja ein neuer Part bald. Sei ein Uber-Fahrer. Hä? Ich denke jugendlich. Pack dich einfach mal hinter das Steuer auf, wenn du noch keinen Führerschein hast, Bruder. Komm, gönn dir jetzt mal. Schüler, erstmal mit 13 bis 16 Überfahrer. Fühle ich. Hat einen Punkt. Okay, dann sind es halt 11. 13-jährige Uber-Driver halt. Oder halt der Schüler, der halt zu spät eingeschult worden ist und viermal sitzen geblieben ist in der Grundschule, ne, und 23 ist Abitur macht. Gibt's bestimmt auch. Aber auch sowas wie, arbeite in einer Bar oder... arbeite in einer Bar. Dann gibt dir so ein 12-Jähriger, schenkt dir so Tequila-Shots aus und macht dir so ein Long Island Iced Tea, Alter. Ja, moin, Digga. Sein Club-Promoter. Ey, Digga, ich bin zwar erst 13, ich darf nicht feiern gehen, ne? Aber wenn ich feiern gehen dürfte, so, dann würde ich in diesen Club gehen, Bro. Geh da auf jeden Fall hin. Ich habe übrigens Karten für dich. Als Schüler? Get real, man. Wie du aus einem Euro einen Nebenjob machst. Monetarisiere deinen Account, um Geld zu verdienen. Für einen Euro? Kostet das einen Euro, oder was? Was? Verdiene Geld, indem du Geld verdienst. Das fasst es eigentlich gut zusammen. Positive Gewohnheiten für deinen Erfolg. Schlafe genug, iss genug, lese, trink genug Wasser. Okay, schlafe 7 bis 8 Stunden pro Nacht, isst vorwiegend gesunde Lebensmittel, lies jeden Tag für 30 bis 60, Digga, wer hat denn die Zeit, eine Stunde zu lesen? Trinke 2-3 Liter Wasser am Tag, bilde dich täglich weiter, spare und investiere dein Geld. Ja, beim letzten Punkt bin ich eher raus, Digga, oder 10 Markenklamotten als investieren? Bilde dich weiter, wirf dein Geld nicht aus dem Fenster. Okay, Leute, hier mein Tipp für euren Erfolg. Kümmert euch um euch selber, bildet euch weiter und macht regelmäßig Sport. Ja, Leute, die Seiten sind halt schon ein bisschen... Vielleicht habt ihr ja ähnliche nice Seiten, wo ich... Vor allem, mich würde da halt wirklich interessieren, denken die das, dass man damit erfolgreich wird? Oder sind das nur so Seiten, die halt damit selber nur Erfolg haben wollen, indem sie anderen einfache Tipps geben, wie man erfolgreich wird? Wie hießen die Seite? Ich wollte das übrigens jetzt mal sehen hier. Ich will jetzt mal sehen, was die anderen Tipps gewesen sind. Hat er die hier irgendwo verlinkt zufällig? Ich weiß jetzt nicht, ist das die Seite? Erfolgshunger. Der ist folgen auch einfach 38.000 Leute, ne? Warte, da gucken wir jetzt aber mal vorbei, meine Freunde. Keine Sorge, ich werde euch jetzt zeigen, wie man erfolgreich wird, ja? Ihr sollt ja hier im Stream auch was lernen. Erfolgshunger. Rar. Oder irgendwie so. Erfolgshunger. So. Ich muss es leider auf einen anderen Browser machen. Oh, das könnte sogar echt die Seite sein, ne? Sagen wir mal hier. Folgt mir auf jeden Fall alle, @kuchentv. Wir gucken einfach mal rein hier. Ich habe über 9000 Würfe vermasselt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir vertraut, den entscheidenden Wurf zu machen und ich verfehlte. Ich bin immer und immer und immer wieder gescheitert und bin dran geblieben. Deswegen bin ich erfolgreich. Krank. So, der Netflix-Effekt. Mal schauen. Queen's Gambit. 60 Millionen Haushalte haben das geschaut. Schachsets stiegen um 250% auf eBay. Die Google-Suche für Wie spielt man Schach hat ein Allzeithoch. Das Buch der Queen's Gambit, vor 37 Jahren erschienen, ist jetzt New York Times Bestseller. Es gibt 5-mal mehr Spiele auf chess.com. Krank, warum gehen die nicht auf Dings? Wie heißt das? Lead Chess? Finde ich nicht so geil. Was ist das hier? 3 Arten von Einkommen. Angestellt, beständiges Einkommen aus einem Job. Okay, aber was sollen das für Dinger sein? Investments, langfristiges passives Einkommen, aus dem Vermögenswert entsteht. Und Business, Gewinne oder Verluste, die durch eingegangene Risiken entstehen. Okay, cool, dann weiß ich Bescheid. Aber wo sind jetzt die Tipps, wie ich hier, wie du aus einem Euro einen Nebenjob machen kannst. Okay, lerne verkaufen von der Pike an. Vor allem, wie du aus einem Euro einen Nebenjob machst, aber erstelle deinen gebrandeten Instagram-Account. Ja, aber was mache ich da mit dem Euro, hä? Also ich verstehe das jetzt irgendwie nicht so ganz. Pike, du Vogel, hä? Verkaufen von der Pike an. Naja, kreiere einzigartigen und wertvollen Content. Danke, Bro. Danke. Nutze die Strategien für die ersten 1000 Follower in 30 Tagen. Welche Strategien? Die hier oder was? Hä? Füttere den Algorithmus, um viralen Content zu bekommen. Monetarisiere deinen Account, um Geld zu verdienen. Das ist halt so bescheuert, ey. Hier, 12 Jäger, um als Dings Geld zu verdienen. Nimm an Studien teil. Ja gut, gibt's ja wirklich, ne? Kannst du ja wirklich machen, theoretisch. Verkaufe deine Mitschrift. Meint ihr damit jetzt, dass ich anderen die Hausaufgaben machen soll? Erstelle YouTube-Videos, biete Nachhilfe an. Bücher flippen, was ist denn Bücher flippen, Digga, kenne ich gar nicht. Arbeite in einer Bar, arbeite in einem Café. Keine Ahnung, guck mal, das ist ja
quasi auch das Gleiche. Warum sagen die nicht einfach, such dir einen unterbezahlten Job, such dir einen Nebenjob einfach so. Betreibe eine Instagram-Seite, sei ein Film-Nebendarsteller. Ja, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Sei ein Club-Promoter, betreibe einen Online-Shop, sei ein Uber-Fahrer. Ich weiß nicht, was für die Schüler ist, aber die bieten sogar irgendwas an, ne? Glaube ich. Verkauft er nicht sogar irgendwas? Ich helfe Menschen, frei zu sein. Frei von 9 to 5. Frei von Blockaden. Gönn dir gratis meine 2 E-Workbooks. Digga, ich hasse solche Leute wirklich. Ich hasse diese Leute einfach zutiefst, Mann. 24 Erfolgsregeln. Okay? Hören wir mal rein hier. Sei ehrlich zu dir selbst, lerne von deinen Fehlern, investiere in dich, habe ein positives Umfeld, belohne dich zuerst, schlafe 7-8 Stunden, habe eine Morgenroutine, habe eine Abendroutine, bla 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 bla. Komm, das ist mir zu langweilig, Digga. Und ich will Geld verdienen. Also, wir waren hier, ne? Ja, wir waren schon durch. Alter, ey. Wirklich, es tut weh, dass Leute wirklich darauf reinfallen und dann denken, ja, Mann, so werde ich wirklich erfolgreich.